Einen guten Morgen allen, die mir zuhören, heute aus dem katholischen Familienzentrum. Ich möchte euch ein paar Märchen erzählen und fange mit dem gestiefelten Kater an. Es lebte einmal ein Müller, der hatte 3 Söhne. Als der Müller starb, erbte der Älteste die Mühle. Der Zweite bekam den Esel. Für den Dritten aber blieb nur noch der Kater und ein paar Cent. Da war der Jüngste sehr traurig und sagte, was soll ich damit anfangen? Damit kann ich meinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Am besten werde ich es so machen, dass ich mir aus dem Fell von der Katze noch ein paar Handschuhe nähe. Dann habe ich wenigstens etwas, was mich wärmt. Als der Kater das aber hörte, sagte er, bist du verrückt? Ich kann dir viel Glück bringen. Lass mich bitte Stiefel bekommen. Geh zum Schuster und lass Stiefel anfertigen für mich. Dann will ich dein Glück schon machen. Der Jüngling war verwundert und sagte, na ja, ob das wohl was wird. Aber er setzte sein letztes Geld für die Stiefel des Katers ein. Und als der Kater die Stiefel anhatte, schnappte er sich einen großen Sack, tat ein paar Körner hinein und marschierte zur Tür hinaus. Der Müllers Sohn blieb zurück und wartete. Der Kater aber, der wusste, dass in dem Land, wo sie lebten, ein König herrschte und der mochte sehr, sehr gerne Rebhühner. Aber weil so viele Leute die Rebhühner jagten, waren die sehr scheu geworden. Und keiner konnte mehr Rebhühner auftreiben und der König war schon ganz verzweifelt. Der Kater aber, der ging jetzt in den Wald, legte den Sack aus, tat die Körner schön an die Öffnung, versteckte sich hinter einem Busch und wartete. Und wirklich, nicht lange darauf kamen die ersten Rebhühner, pickten das erste Korn, pickten das zweite Korn und marschierten langsam in den Sack hinein. Als er genug gefangen hatte, sprang der Kater hinter dem Busch hervor, zog den Sack zu und brachte den Sack zum Königsschloss. Die Wache wollte ihn erst nicht hineinlassen, aber als sie hörten, dass der Kater Rebhühner gefangen hätte, sagten sie, das ist ja prima, der König freut sich, geh nur hinein. Und so marschierte der Kater mit seinem Sack voll Rebhühner mitten in den Thronsaal. Da saß der König und als er hörte, was der Kater ihm brachte, freute er sich sehr. Der Kater sagte, mit einer großen Verehrung von meinem Herrn, dem Grafen. Oh, sagte der König, das ist ja wunderbar. Dann will ich deinen Herrn, den Grafen, reich belohnen. Und er ließ den Sack des Katers mit Gold füllen. Der Kater spazierte vergnügt zum Müllersburschen zurück, brachte den Sack mit Gold und sagte, hier, das erste wäre schon geschafft. Der Müllersbursche staunte und dachte sich, wie das wohl gegangen ist. Aber da der König ja sehr viel Hunger auf Rebhühner hatte, machte es der Kater noch ein paar Tage hintereinander so und brachte dem Müllersburschen immer wieder das Geld. Eines Tages hörte der Kater in der Küche, dass der Kutscher von einer Ausfahrt des Königs mit seiner Tochter an den See sprach. Oh, sagte sich der Kater, das ist wieder eine gute Gelegenheit. Und sofort rannte er zu dem Müllersburschen zurück und sagte, du musst dich jetzt ganz schnell auf den Weg zum See machen. Ja, aber warum denn? Es ist doch ziemlich kalt draußen. Rede nicht so viel, sagte der Kater, mach, was ich dir sage. Also gut, dachte der Müllersbursche, bis jetzt bin ich ja ganz gut gefahren damit. Und er ging mit dem Kater zu dem See. Am See angekommen, sagte der Kater, so, und jetzt zieh dich schnell aus und spring ins Wasser. Was? Ich soll in das kalte Wasser springen? Sagte der Müllersbursche. Aber natürlich, vertrau mir. Also zog der junge Müllersbursche sich aus, sprang in den See hinein und der Kater versteckte schnell die Kleider. Im selben Moment erschien auch schon die Kutsche mit dem König und seiner Tochter. Ach, hing der Kater an zu jammern, Hilfe, helft mir, mein Herr, der Graf, er ist bestohlen worden. Der König ließ sofort seine Kutsche anhalten. Was ist dem Herrn Grafen passiert, fragte er. Ach, der Herr Graf hat ein Bad im See genommen und da kam ein Dieb und hat die Kleider weggenommen. Ja, das ist ja unerhört, sagte der König, so geht es aber nicht. Er schickte einen Diener, der solle zum Schloss zurückreiten und Kleidung holen. Und so konnte der Müllersbursche, der schon ziemlich fror, endlich aus dem See heraus, wurde in königliche Gewänder gepackt und durfte sogar in der Kutsche Platz nehmen. Der Kater aber lief schon mal voraus. Und er kam an eine große Wiese und auf dieser Wiese waren viele Leute dabei, das Heu zu machen. Da sagte der Kater, wem gehört die große Wiese?
Dem Zauberer, sagten die Menschen. Hört, Leute, sagt der Kater, wenn der König gleich mit der Kutsche vorbeikommt, dann sagt ihr, dass sie dem Herrn Grafen gehören. So machten es die Leute. Dann kam er an ein Feld. Auf diesem Feld waren viele Schnitter dabei, das Korn zu mähen. Der Kater fragte wieder, wem gehört das große Feld? Oh, sagten die Schnitter, das gehört dem Zauberer. Aha, dachte sich der Kater, sagt, wenn der König gleich mit der Kutsche vorbeikommt, dass das dem Herrn Grafen gehört. Und wenn ihr es nicht tut, dann wird es euch schlecht ergehen. Also ging er dann noch weiter und er kam in einen großen Wald. Und in diesem Wald waren viele, viele Holzfäller dabei, die Bäume zu fällen. Da fragte der Kater, wem gehört dieser große Wald? Er gehört dem Zauberer, sagten die Holzfäller. In Ordnung, sagte der Kater, wenn jetzt gleich die Kutsche vom König vorbeikommt, dann sagt ihr, dass der Wald dem Grafen gehört. Und dann schritt er fort und gelangte an ein Schloss. Und in diesem Schloss lebte der Zauberer. Der Kater ging in den Thronsaal hinein und verbeugte sich ehrfürchtig. Großer Zauberer, sagte er, ich habe gehört, dass du ganz fantastische Zaubertricks kennst. Du kannst alles, aber was ich nicht glaube, dass du dich in einen Elefanten verzaubern kannst. Das ist doch ein bisschen zu schwierig, ein so großes Tier. Ha, sagte der Zauberer, natürlich kann ich das. Und sofort stand ein großer Elefant vor ihm. Der Kater blickte nach oben und nach unten und staunte. Das ist ja unglaublich, das ist wirklich große Zauberkunst. Aber kannst du mir noch was zeigen? Wie wäre es, wenn du dich vielleicht in einen Löwen verwandelst? Das ist ja ein gefährliches Tier, ob du das kannst? Ach, das ist doch ganz einfach, sagte der Zauberer. Und er zauberte und schwupp stand der Löwe vor dem Kater. Ach, du Schrecken, sagte der Kater und ging ehrfürchtig zwei Schritte zurück. Das ist jetzt aber sehr beeindruckend. Unglaublich. Ich glaube es fast, dass du der größte Zauberer bist, aber nur fast, denn was wirklich schwierig ist, und das kannst du bestimmt nicht, ist, dich in ein ganz, ganz kleines Tier zu verwandeln, zum Beispiel eine Maus. Das kannst du nicht. Haha, lachte der Zauberer, aber natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Und schwupps stand auch schon die Maus vor dem Kater. Was der Zauberer aber nicht gedacht hatte, dass Kater Mäuse fressen. Und so sprang der Kater auf die Maus zu und fraß sie auf. Der König mit seiner Tochter und dem Müllersburschen in der Kutsche allerdings waren dabei und fuhren. Sie fuhren an dem Feld vorbei und der König hörte, dass das dem Grafen gehört. Sie kamen an der Wiese vorbei und er hörte, dass das dem Grafen gehört. Und auch im Wald musste er feststellen, dass dieser wunderschöne Wald dem Grafen gehörte. Und so staunte der König nicht schlecht. Er kam dann mit der Kutsche, die fuhr den Weg entlang und kam endlich an das Schloss. Und in diesem Schloss wohnte ja der Zauberer. Und jetzt kam der Kater heraus, lief die Treppe hinunter und verbeugte sich vor dem König und sagte, herzlich willkommen im Schloss meines Grafen. Wir wollen ein bisschen was speisen und lasst euch aufwärmen, denn es ist ja ein bisschen kalt. Und dann führte er sie alle hinauf in den Thronsaal, wo eine große Tafel schon gedeckt war. Und der König sagte, das ist ja alles sehr erstaunlich und du bist wirklich ein reicher Mann mit großen Besitztümern. Möchtest du nicht meine Tochter heiraten? Und da die Prinzessin dem Müllersburschen gefiel und auch der Müllersbursche der Prinzessin, so willigte sie ein und da heiratete der Müllersbursche, also die Prinzessin. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.